Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Review Videomagazin und einem Filmpark Short News Video mit einer News nur und auch nur kurz zwischendurch. Das Wetter ist wunderbar, ich sitze mit dem Rechner draußen im Garten, es ist auch viel zu warm eigentlich zum Existieren, aber trotzdem kriegt ihr heute euer Video. Und zwar die Freizeitparkkette Six Flags, sollten einige von euch glaube ich kennen, hat schon wieder 5 Parks in den USA gekauft, unter anderem das Frontier City klingt auch gut, ich dachte Frontier City und auch Darien Lake, dann auch noch 3 Wasserparks sogar. 2 Wet n Wild waren es nämlich, einmal das Wet n Wild in Houston und einmal das Wet n Wild in Phoenix. Und Whitewater Bay haben die auch gekauft und wachsen dadurch jetzt wirklich immer mehr zur größten Freizeitparkkette von allen. Das ist inzwischen auch die größte Freizeitparkkette, gemessen an der Größe und der Menge der Grundstücke, die Six Flags ihr eigen nennen kann. Gemessen an den Besucherzahlen ist Six Flags nämlich weltweit nur auf Platz 7 und die konnten im Jahre 2016 insgesamt 30,1 Millionen Gäste in all ihre Parks locken. Und Six Flags hat jetzt in Nordamerika, 20 verschiedene Freizeiteinrichtungen, also Themenparks bei Six Flags, Thrillparks, Wasserparks und auch so Family Center. Und das halt in den USA selbst, in Kanada und auch in Mexiko. Ja, und das ist eigentlich auch schon die News. Ich finde es ziemlich interessant, ziemlich spannend. Und was ihr davon haltet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Six Flags war ja auch mal in Europa aktiv. Es gab ja Six Flags Holland und Six Flags Belgien. Kennt ihr heute immer noch als Walibi Holland und Walibi Belgien. Auch der Movie Park Germany gehörte damals zu Six Flags. Six Flags hat den Park hier gebaut. Und sehr viel verbockt, womit der Park heute noch zu kämpfen hat. Und wie gesagt, eure Meinung dazu, dass Six Flags sämtliche Parks irgendwie aufkauft, gerne mal in die Kommentare. Ansonsten ein wunderschönes, sonniges Restwochenende noch. Und zum Wohle, ich bin raus, ihr seid die coolsten. Euer Office Review, Videomagazin. Peace.